Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Letzte Folge haben wir Fliegender Adler aus dem Fort der US Army befreit. Und ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und Krieg zwischen diesem Stamm und dem Militär wird wohl unausweichlich sein. Aber da machen wir diese Folge mal noch nicht weiter. Wir beginnen mal in Butcher Creek. Dort, da hatten wir ja mal diesen einen alten Mann unter der Brücke gerettet und zurückgebracht. Oder was heißt gerettet? Wir haben ihn in einem etwas desolaten Zustand gefunden und ja, wieder hierher gebracht und in die Obhut seiner Familie übergeben. Und da scheint es offenbar jetzt weiterzugehen. Das machen wir am Anfang mal und danach reden wir mit Sadie Adler. Sind das hier überhaupt für seltsame Gebilde da? Es hat irgendwie, ich weiß nicht warum, aber mich erinnert das hier sehr stark an Outlast 2. Und Outlast 2 erinnert mich wiederum daran, dass ich gerne hier irgendwann mal ein Horrorspiel Let's Playen würde auf dem Kanal. Das hatte ich nämlich auch bisher noch nicht wirklich. Ihr könnt mir ja mal einen Vorschlag schreiben, ob ich irgendwas Bestimmtes machen soll. Ich hätte eine Idee, aber naja, schauen wir mal. Sir, be gone. Not because we cares not. No, but because we cares. What are you talking the about? Demons have us by the throat, sir. It's the darkness. The darkness, it's everywhere. He was right. What are you talking about? They come in darkness. Oh, fuck, wer kommt? Oder war das jetzt so eine The Village-Nummer? Wieso habe ich jetzt diese halbautomatische Flinte ausgerüstet? Hallo, machst du jetzt mal hier vorbei? Danke. Räudige Hunde. Ja, wie gesagt, von so räudigen Tieren wimmelt's hier in der Gegend. Und ich bin mir absolut sicher, dass es was mit diesem See zu tun hat. Weil dort auch so räudige Ratten und Eichhörnchen rumlaufen. So, darf ich jetzt bitte hier meine richtige Flinte haben? Danke. Die hier die ganze wegstecken. So. Das hier und der richtige Schrot. Vor allen Dingen Dämonen halt. Also ich weiß, dass die hier alle so ein kleines bisschen durchgedreht sind. Ja, Alter. Blitzerhund. Oh mein Gott, ich seh's. Komm schon. Zack. Böse Hunde. Schön Platz machen. Oh fuck, da kommen mehr. Was zur Hölle? Nein, Alter. Ich habe meinen Hut wieder. Ah. Weg da. Gott, die müssen ja völlig ausgehungert sein. Entweder das oder die haben Tollwut. Na komm. Witzigerweise kann man Tiere nicht so verstümmeln wie Menschen, was eigentlich ungewöhnlich ist. Man sollte meinen, der Jugendschutz dreht da eher bei Menschen am Rad, aber naja, bei Pferden und so. Bei Pferden kann man die Hufe wegschießen, es geht. Wieso erzähle ich euch das, wie man hier möglichst grausam ist?
Get yourselves home. No. He said they would come in many forms. And he said his protection would come in many forms. What are you talking about? It's just sick dogs. Hydrophobia or some other poison. He said we were not to doubt him. Get your people home, mister. Then get yourself a gun and kill any sick animals you see. Life will be just fine. Darkness has come for us. He was right. Who was right? I was. Hallo? I shall save them. And who are you? There'll be no more four-legged demons. The curse shall change. The curse has changed. What curse? These poor people. I will save you. I just saved them, and it weren't no curse. It's just sick dogs. Dark charms possess the woods, I told you. He told me he did. He told me. I found one. That? Don't touch he it. He found the curse! Found it. So? The woods are full of these. While they remain, the curse will remain. The curse! Yet the woods are also full of demons. I will find a way. Oh, have I lied to you thus? He never lied to me. Come, Obadiah, feed me. So, you're saying if someone destroys those charms, the curse is lifted? The woods are full of demons. And the demons protect the charms. And the charms protect... Ja, und ich habe heilige Schrotmunition, also... Die Dämonen können mich mal. There ain't no demons. Don't disturb the woods. I told you... He would come, and he would help, and he would laugh. You told us. Ach du meine Fresse, noch eins. Okay, passt mal auf. Da machen wir jetzt einfach mal weiter, wenn wir können. Hier vorne ist ja das nächste Missionsdings. Alter, solche Scharlatane hasse ich echt wie die Pest. Also der Typ hat denen gesagt, irgendjemand würde kommen und ihnen helfen und dann würde er lügen. Das sind hier wohl Knochen. Also mit anderen Worten, er hat vorhergesehen, dass hier irgendwann mal jemand bei Nacht vorbeireiten würde und wenn dann die Hunde angreifen, würde derjenige mit seiner Waffe sie bekämpfen und den Typen danach als Scharlatan bezeichnen. Was an und für sich die Wahrheit ist, aber weil er da in dem Falle recht hat, mit einer sehr, sehr vorhersehbaren Aussage. Sekunde, wie weit ist denn das weg? Ah, ist gleich da unten, okay. Oh Mann, solche Penner hasse ich. Na, sind das hier die Dämonen, die da gerade weggerannt sind? Zerstöre die verfluchten Gegenstände, aber liebend gerne. Die Frage ist... Da. Das sind halt einfach mal echt bloß fucking Traumfänger. Ich habe einen gefunden. Da kommt er da mit zwei zusammengebundenen Ästen an. Ah, scheiße, ey. Das wird jetzt ewig dauern, ey. Ich will's machen. Da kommt er mit zwei zusammengebundenen Ästen an. Die alle so, boah, der Erlöser. Ich bin mir sicher, so sind echt Religionen entstanden. So ungefähr sind die Weltreligionen entstanden. Auch irgend so ein Penner, der irgendwelchen Scheiß behauptet hat. Der einfach nur sehr, sehr intelligent dabei war. Sollte vielleicht nicht die ganze Zeit mit Schrot rumschießen. Sondern lieber mit normaler Pistolenmunition. So, wo geht's weiter? 8 Stück haben wir. Na gut, okay, so lange dauert's nicht. Hallo? So, 9 Stück.
Hier noch irgendeiner hier oben? Nee, es sind bloß Pflanzen. Okay, weiter. Ich zwei Pistolenschüsse. So. Der da, da ist noch einer. 11. Übrigens hätte ich jetzt wenigstens damit gerechnet, dass hier Wölfe kommen, ne? Also wenigstens so Tiere. Von wegen hier, die Dämonen beschützen die Dämonen beschützen den Fluch. 12 von 13, wo ist denn jetzt der letzte? Sehe ich gerade nicht. Ja, ein Biber, oder? Das ist doch bestimmt Bibergebiet. Hallo? Wo ist der letzte scheiß Talisman? Bin ich überhaupt noch im Gebiet drin? Ja. Ich glaube, hier hatte ich damals auch den legendären Biber gefunden. Sehe ich jetzt aber nicht. Ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter in die Richtung, oder? Oder da, wo der Rauch herkommt? Kann das sein, dass da welche sind? Die hierfür verantwortlich sind. Seht ihr, deswegen übrigens, das ist jetzt ein absolutes Musterbeispiel dafür, wieso ich Collectibles hasse. Wenn du alles gefunden hast und nur noch eins übrig ist. Ah! Das ist echt ein mieses Gefühl. Nee, hier ist jetzt die Grenze erreicht. Mann, wo? Wo ist es? Was auch lustig ist, ist, dass halt Arthur genau weiß, wie viele von diesen Dingern er hier versteckt hat. So wie das Teil aussah, hätte der hier auch gut und gerne 100 Stück davon irgendwo hier verteilen können. Ach man, Leute, wo denn? Wenn das jetzt zu lange dauert, mache ich einen Cut. Hä, ich versteh's nicht. Vorne, wo irgendwie das Lagerfeuer ist vielleicht? Nee, da ist ja auch dann schon wieder zu Ende. Da ist's doch. Ja, zerstöre die verfluchten Gegenstände, das weiß ich jetzt auch, aber kann ich jetzt nochmal versuchen? Muss ja dann so ein bisschen weiter im Wald drin sein, ne? Ah, hier. Ja, du? Ach, da! Aber der hat gar nicht so goldenes Glitzern von sich gegeben. Alter, das ist ja unfair. So gut, ich habe alle zerstört. Ich bin euer neuer Erlöser. Los, betet mich an. Baut eine Kirche für mich und preiset meinen Namen. Heil dir, Pity. Oh Gott, die Welt geht unter, wenn ich mal angebetet werden würde. Dann wisst ihr definitiv, die Apokalypse ist da. Wenn ich mal für irgendjemanden irgendwas darstelle. Jetzt habe ich ja nicht mal mehr 60 Abonnenten. Na egal. Egal. Hi. Das wäre noch wieder mehr. Ganz sicher. Weil ich auch weiterhin sehr guten Content liefern werde. Oh Gott, das war zu viel geschleimt. Those charms out in the woods, they all been broken. All of them?
So, I guess that's it for your suffering. Ah! It's a miracle! We're saved! The darkness lifted! Not saved. Huh? Cursed. He broke the charms. The spirits are set loose. We're doomed then? Hold on. You said the charms was protecting the curse. I said it was a dark omen. I said he had the demon's tongue. Now, I need some light here. Now, I don't know what to think. Hey, look at me. Yeah? I think something's going on in this holler. And it ain't a curse. And whatever else it ain't, this feller don't want you to know. Liar! I told you he would lie and dissemble. Something's up, and this one wouldn't be so quick with ideas he didn't have some clue of it. I have the gift, my ancestor. Well, I got a gift right here. I'm going to commune with the spirits. Dark omens, dark spirits. What is he hiding? He always spoke truthful to us. There is a dig on the other side of the hill there. There was a dig, anyway. It's closed now. He always said something about not going over there. Well, maybe I'll take a look at that dig. See if I can see something. Bitte was? Maybe I'm gonna take a look at that dig? What? That's what she said, Arthur. Okay. Ja, ich hab's doch gesagt, Mann. Ich hab's doch gesagt, es ist die Höhle. Machen wir jetzt einfach mal das. Ich hoffe mal, dass da noch genug Zeit für Sadie bleibt, falls nicht. Siehst du, Monika? Ich hab doch gesagt, ich bring dich dazu zu baden. Ich bin müde, lass mich. So. Ja. Ja, was habe ich gesagt? Ne? Es ist definitiv hier der Elysian Pool und was auch immer da für ein oranges Zeug rauskommt. Uran. Womöglich. Ich glaube, ich muss dieses Mal von der anderen Seite rein. Das ist dieselbe Höhle, wo es diese alte Pfeilspitze gab. Und den einen Schatz. Deswegen, aber ich bin da irgendwie nicht krank geworden. Oh scheiße, wie komme ich denn jetzt da jetzt hin? Keine Ahnung, was die hier abbauen, aber das fließt halt hier ins Wasser. Komm ich hier rein? Ja, this is a dig. Mann! Tut mir leid. Etwas pubertierender Humor. Oha. Ja, jetzt wird es ein kleines bisschen gruselig. Ich wette, der Typ, da unten wen gesehen? Ich wette, der Typ überfällt uns dann. Hier ist nichts weiter zum Durchsuchen, oder? Schade. Ich guck gerade auf die Uhr, es wird leider nicht reichen. Doch, wenn ich den Ritt bis hier herausschneide, dann reicht. Ist nicht so schlimm, ich habe eben bloß irgendwelchen Quatsch über Astrologie gelabert und über so Hellseher und so. Und was ich von denen halte. Nämlich nichts. Obwohl, es könnte selbst dann noch knapp werden mit einer neuen Hauptmission. So, seht ihr das? Hier ist dieses Wasser so komisch orange. Ich glaube, hier war schon ewig keiner mehr, oder?
da verhustet die ganze Zeit. Ist nicht so gut, ne, für deine Lunge. Game's up. There's poison in this mine. Alter. God damn you. I'm getting out of here. Ah, ja, steh schon. Dämpfe rauben dir den Atem. Oha. So, tut mir leid, aber du brauchst es ja nicht mehr. Gold Nugget, nice. Der Witz ist, ich war hier schon mal und da habe ich keinen Schaden bekommen. Nochmal ein Goldzahn. Weiter, weiter, weiter. Ja, scheiße. So, genau. Und da seht ihr das, was ich gemeint habe. Hier waren wir schon mal, also falls ihr euch an das Video erinnert mit dem Zusammenschnitt. Genau da vorne ist nämlich diese Höhlenmalerei da, wo man den alten Pfeil herbekommt. Und da habe ich das halt schon gesehen, dass hier dieses komische orangene Zeug ins Wasser fließt. Und ich dachte mir schon, das hat noch irgendein Plotpoint, kommt da mal noch. Ich dachte allerdings zuerst, dass es hier eventuell noch einen Hauptauftrag geben könnte mit, sag mal, mit Leviticus Cornwall, da dachte ich ja noch, der wird hier irgendwie sowas wie der Oberbösewicht in der gesamten Geschichte. Hier unten war dann der Schatz versteckt. Und dachte, der hat damit irgendwas zu tun, weißt du, so als Industrieller, der sich logischerweise in Scheiß um Natur kümmert. In Ansburg hat man ja auch gesehen, dass das Wasser da total mit Öl verpestet war. Tja, ist am Ende aber doch nur eine Nebenmission. Achso, ich dachte, das wären die Typen, die mich ja eingesperrt haben oder einsperren wollten. So. Ja komm, steck die Laterne weg. Und mein Pferdchen wartet hier auf mich, woher auch immer es weiß, dass ich hier rauskommen würde. Gut, dann mal wieder zurück nach Butcher Creek. Ja, nein, ich mach's so, dass ich diesen einen Ritt zu der Mine rausschneide, weil das dann doch ein bisschen lame ist, aber ich glaube, mehr machen wir diese Folge dann auch nicht, sonst wird's wieder ein bisschen überlang. Ist aber, denke ich, auch okay. So, Entschuldigung bitte, ich würde gerne mal mit dem Hellseher sprechen. You have to mark your signs on this paper. It's a powerful magic that will protect you on your journey. What the fuck? Es ist vor allen Dingen ein Vertrag, wahrscheinlich, der euch euer Land kosten wird. Stop reading. You didn't tell me you could read. What kind of trick you pulling now? Oh, you're back. We thought the curse had got you. No, but he nearly did. Don't you go nowhere. I was down that old dig and I found this. Leaking all the way into the lake. You've been poisoned. No, we were warned not to heed what you That's say. Right. Well, let him tell you then. What's this? It's nothing. Nothing? Oh, then you won't mind taking a drink. Hey, no. Hey, no. Hey, no. Hey, please. Hey. No. 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 Yeah. Yeah, genau. Help me.
I'm poisoned. Poison now, is it? Oh, the dig. All they found was arsenic and lead. I dug down into the cave system and spread. I was meant to get you all to go. Now you heard it. It's taken me. Oh, dear. Dear God, there's no arguing. It's clear as day. We're cursed. Cursed? What are you talking about? Powerful forces have taken on this town. It ain't spirits. Yes. It's a mining company. No, it is spirits. Spirits taken through a mining company. Brothers and sisters, we got some praying to do. Yes. Don't pray. Do something. You'll die or worse. Just go. It's our curse. It's ours to deal with. Now the medicine man left some money there. Just take it if you want it. Ja. Oh, Alter. Und ja, das ist, ja. Das ist, glaube ich, für diese Folge die letzte Sache. Na komm, untersuch mal den Brief hier bitte. Das ist für diese Folge die letzte Sache, die man über das Thema Hellseher und Geister und diesen ganzen Humbug sagen kann. Es ist leider auch völlig unmöglich, mit Leuten, die an sowas glauben, logisch zu diskutieren, weil Logik ist nicht der Grund, warum Leute an sowas glauben, und sie ist auch nicht der Grund, warum Leute mit sowas aufhören, okay? Wenn jemand wirklich an sowas glauben will, dann werden die immer einen Grund finden, immer irgendeine Begründung, die am Ende doch wieder zurück zu Astrologie oder sowas führt. Also wenn sie wirklich, wirklich wollen, dass sowas wahr ist. Ist einfach so. Das, ja... Ist zwar scheiße, aber was soll's. What? Was bist du denn für eine Arschlochziege? Wenn ich nicht wüsste, dass sie mich gleich alle angreifen werden, dann würde ich hier umnieten. Okay. Ja, das war wahrscheinlich einfach nur so eine Art Verzichtserklärung. Dass die halt keine Entschädigung verlangen dafür, dass die hier vergiftet wurden. Alter, Blei und Arsen, das ist ja auch wirklich eine... liebreizende Mischung. Aber damit wäre das Geheimnis von Butcher Creek jetzt auch gelüftet. Der Typ wird jetzt wahrscheinlich auch qualvoll sterben. Der eine Kerl da. Okay, hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß mit mir. Wir machen mal an der Stelle schon Schluss. Ich reite jetzt nach Norden Richtung Sadie Adler. Damit machen wir dann nächste Folge weiter. Ihr lasst mir bitte noch eine Bewertung und einen netten Kommentar da. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.